Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Horizon Forbidden West. So gut Leute, machen wir weiter an der Stelle. Wir reisen jetzt erstmal von dem kalten Gebiet ins warme Wüstengebiet, denn hier machen wir die nächste Sidequest. Moment, hier kann ich mal schnell Reise machen. Falls ihr euch noch erinnert, vor ein paar Folgen hatten wir ja diesem einen Stamm, südlich von Brennspeer, möge deine Klinge strahlen. Geholfen, ein paar Maschinen zu killen, die sagen dann wir, der Häuptling bekommt seinen Willen, eintauschen können. Wo sie halt die Maschinen eintauschen können gegen Wasser. Ne, beziehungsweise Teile von Maschinen eintauschen können gegen Wasser. Also das war hier irgendwo im Süden, war die Siedlung gewesen. Ich weiß jetzt gerade nicht ganz genau wo, aber auf irgendwo hier. Ich glaube da. Das könnte sogar sein, dass das hier war. Ja doch, hier ist das Pfeilhand oder wie das heißt. Ne? So, und daraufhin, wo wir das gemacht haben, ne, hatten wir ja auch so einen Donnerrücken, wie die heißen. Donnerkiefer, glaube ich, gekillt. Und etc. pp. Und als Folgequest hieß es dann, wir sollen hierher kommen, weil da irgend so ein Dude mit uns reden will. Ne? Von dem Stamm aus dem Süden. So, übrigens, ich hätte schon Bock, muss ich eigentlich sagen, hier die Herausforderung weiterzumachen, auch in der Arena. Ich glaube, das mache ich mal eben, weil da kann man echt viel lernen. Ist das ein Trainingsplatz? Genau. Klingt, als wärst du schon mal in einer Clan-Hauptstadt gewesen. Ich bin Liroque. Ich leite diesen Trainingsplatz für den Wüstenclan. Nur wenige Fremde haben es jemals so weit westwärts geschafft. Aber wie man so hört, bist du eine sehr gute Kämpferin. Also, wenn du schon mal auf einem Clan-Trainingsplatz warst, kennst du dich ja aus. Die Regeln sind gleich. Du kannst trainieren oder eine Prüfung ablegen. Nur dein Speer und ein Übungsbogen sind erlaubt. Schließe all meine Prüfungen ab, dann trittst du gegen mich an. Und wenn ich gewinne, bekomme ich ein Zeichen? Falls. Und ja. Ein Zeichen des Siegs als Beweis für das Fortdauern. Wer ist dieses Fortdauern eigentlich? Ich hörte nur, das sei der beste Lehrer unter den Tenakt. Erlange 3 Zeichen, dann siehst du es. So, ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt schon haben. Haben wir nicht sogar schon 2? Ich glaube fast. So, Herausforderung. Zorn einer... Ach krass, guck mal, das können wir noch nicht machen. Ah nee, das ist dann gegen den Boss fighten. Okay, wir müssen die 2 Sachen machen wieder und dann kriegen wir das hier freigeschaltet. Okay. R1, R1, R2. Hochdangriff, halt R2 gedrückt. Resonator Stoß. Okay, also eigentlich relativ easy, glaube ich. Ehre und Kraft. Bam, bam, bam. Bam. Und jetzt Resonatorstoß. Müssen wir da nicht jetzt einfach drauf schießen? Du kannst Einzelangriffe kombinieren, aber auch Kombinationen verketten. Probier's mal damit. Hast du das schon? Ja, ich, first try. Easy. Okay, vielleicht werde ich auch langsam besser in dem Spiel. Ich glaube aber tatsächlich, die letzten Prüfungen, die wir gemacht haben in der Arena davor, das war deutlich tougher, was ich schon gemacht hatte, wo man auch springen musste und, ach, keine Ahnung, das war irgendwie krasser. So, Luftschlitzer. R1, R2, entfesse einen Resonatorstoß, während du in der Luft bist. Okay. Gut. Gehen wir's. Vorstellen, so einen zu erleben? Das zählt nicht. Okay, nochmal. Hä? Das wird immer wieder abgebrochen. Luftschlitzer plus Resonatorstoß. Luftschlitzer ist ja eins. Achso, Moment, ich muss so machen, oder was? Und dann muss ich drauf schießen. Jetzt mal was anderes. Hä? Das war's? Gib doch mal den Luftschlitzer zu einem Luftschuss zu verketten. Ja, das wollte ich am Anfang machen, aber da wurde es immer abgebrochen. Aber da, ich habe da immer, glaube ich, noch einen Denkfehler drin oder so. Ja, wie auch immer, wir haben es auf jeden Fall gekriegt. So, und jetzt Lehrmeister-Herausforderung. Okay, den Typ noch platt machen. Dann kriegen wir das Wüstenclan-Abzeichen. Ich weiß nicht, ob wir schon 2 oder 3 Abzeichen dann haben. Du hast dazugelernt. Schon gut. Ich gebe auf. Cool. Okay, also das war... Das war ein guter Kampf. Den werde ich noch lange in den Knochen spüren. Hier.
Das versprochene Zeichen. Danke. Zwei Zeichen, eins übrig. Und dann das Fortdauern. Wenige Soldaten kommen je so weit. Viel Glück mit dem letzten Zeichen. Und wenn du mehr trainieren oder noch eine Prüfung ablegen willst, sag Bescheid. Du wirst hier immer willkommen sein. Hey, wenn ich das vergleiche mit der Bastion, ne, da hatten wir ja das auch gemacht, das war so viel schwerer. Wir sehen uns, Liroke. Also dann. Aber gut. Warum nicht? Das ist ja auch schön, wenn man mal sowas gleich hinbekommt. So, gut, Leute. Dann würde ich sagen, wir machen jetzt die Side-Story weiter. Die Wunde im Sand. Suche Yetaka im Brennspeer auf. Genau, Yetaka, das war der Typ. Warum ist in der Wunde weniger Wasser? Warum wird die Wunde bewacht? Du kannst uns das Wasser nicht wegnehmen! Die Wunde gibt weniger Wasser. Die Rationen sind angepasst. Was ist denn los? Wir kennen den Lauf der Wüste. Was hält uns davon ab, es uns einfach zu nehmen? Und jetzt? Will sich noch jemand beschweren? Wir sind der Wüstenclan. Wir überleben mit dem, was wir haben. Eure Kommandantin hält nicht viel vom Händchen halten. So machen wir das nicht. Und sie schon gar nicht. Wollen wir? Klar. Bin gespannt. Sie gehört zu mir. Draka ist nicht der Einzige, der eure Kommandantin hart angeht. Die Wüste hat das Überleben in uns eingebrannt. Wir spucken auf den Tod und stürmen in den Kampf. Vielleicht etwas zu enthusiastisch. Die Sandstürme da draußen. So witzig, wie es aktuell vorher so aussieht, als würde ich zum Stamm gehören, oder? Mit meiner Rüstung? Seit unserem letzten Treffen hast du deinen Ruf verbessert. Ja. Ein bisschen. Coole Rüstung an jetzt und so coole Tattoos hier am Arm und so, guck mal. Du hast das Bollwerk zerstört, den Hain beschützt und unserem Häuptling das Leben gerettet. Hoffentlich kannst du noch ein weiteres Wunder verbringen. Krass, dass er das weiß alles. Was möchtest du? Also sag. Das findest du bald raus. Na gut. Ist ja wirklich so, das ist das, was wir seitdem gemacht haben, seit der Nebenquest, seitdem wir das letzte Mal ihn getroffen haben. Okay. Das ist die Fremde, die Regala besiegte. Und jetzt verschwört sie sich mit dem Dissidenten Draka. Er ist kein Dissident, nur weil er Wasser verlangt, Yara. Aber er ist auch kein Kommandant. Das solltest du ihm sagen. Yetaka sagte, du brauchst Hilfe. Ach, hat er. Aloy hat einen einzigartigen Zugang zu den Wegen der Alten. Vielleicht kann sie helfen, bevor es außer Kontrolle gerät. Komm zum Punkt. Wovon redet Yetaka? Es gibt kein Wasser. Wie meinst du das? Ich meine, dass die Wunde im Sand, von der das Überleben des Clans abhängt, ausgetrocknet ist. Diese Wasserquelle, Yetaka sagte, sie hinge mit den Alten zusammen? Soweit er weiß. Wenn wir Wasser schöpfen, füllt es sich wieder auf. Mit der Zeit. Seit ein paar Wochen nicht mehr. Ich befahl Rationierung und habe nach anderen Quellen gesucht. Aber alle im Umkreis sind verschmutzt. Warum die Geheimnistuerei? Die Leute im Dunkeln zu lassen, scheint es schlimmer zu machen. Wenn der Clan das wüsste, würde er meine Führung anzweifeln. Du machst dir bei einer Dürre Gedanken um deine Führung? Denk, was du willst. Bei den Maschinen, den Stürmen und Regalas Rebellion bin ich der einzige Grund, warum der Clan noch besteht. Draka sagte, dein Clan würde Regala nicht anrühren. Das ist eine Sache zwischen ihr und Häuptling Hikaru. Und so soll es bleiben, damit ihre Truppen sich nicht gegen meinen Clan wenden. Außerdem, wenn sie Hikaru besiegt, bleibt sie Anführerin. So ist das im Stamm. Drakas Leute haben für das Wasser viel geopfert. Er denkt, du bunkerst es für dich selbst. Die perfekte Ausrede, um meine Führung anzuzweifeln. Das hat er immer gewollt. Natürlich will er sich gut darstellen. Er sagt, dass es ihm nur um die Durstigen geht. Aber in Wahrheit will er Kommandant werden. Und wenn er das wird, hätte er genau dasselbe Problem wie ich. Es gibt einfach nicht genug Wasser für alle.
Wie willst du also mit der Wasserknappheit umgehen? Wir müssen rationieren, um mit Zeit die Wunde zu retten. Und in der Zwischenzeit verdursten Menschen? Jeder Tote ist meine Schuld. Das ist Teil des Kommandantenpostens. Es geht darum, dass der Clan überlebt, als Ganzes. Ich kann nichts versprechen. Aber wenn die Wunde von den Alten gebaut wurde, kann ich vielleicht etwas tun. Und was genau willst du unternehmen? Zeig ihr einfach die Wunde, Yara. In Ordnung. Du kannst es mir sagen, wenn wir da sind. Nach dir. Zur Wunde im Sand geht es hier lang. Okay. Du bist keine Kaja oder Osseram. Ich bin eine von den Nora. So aus Osten wie du aus Westen. Ich habe von eurem Volk gehört. Man sagt, nur die Verstoßenen verlassen euer Land. Es gibt Ausnahmen. Was hat eine Ausnahme der Nora im Westen zu suchen? Ich möchte Leuten helfen. Auch denen, die keine Hilfe wollen. Klingt nach einem schwierigen Vorhaben. Der macht voll die coolen Farben. Na gut. Nicht ablenken lassen, ich weiß. Warum plötzlich so schweigsam? Was ist los? Da ist sie. Die Wunde im Sand. Ah. Sie wurde von den Alten errichtet. Der Fokus sollte mir mehr verraten. Die Leichen der Gefallenen werden Rohre. Sie führen aus der Siedlung hinaus. Was erkennst du? Eine Spur. Okay, ich hab's Rohr entdeckt. Folg mir dem mal. Was machst du da? Eure Wunde geht unter die Erde. Wir haben versucht, nach dort unten zu kommen, aber es ist zu schmal. Wo gehst du hin? Ich glaube, ich kann uns zur Quelle führen. Zur ehemaligen. Wie? Ist das wichtig? Wichtig ist nur, dass die Wunde funktioniert und mein Clan überlebt. Geh voraus. Wir haben auch schon wieder 11 Skillpunkte, sehe ich gerade. Dann können wir dann später in Ruhe investieren. Was meint ihr, wo das Rohr hinführt? Maschinen! Kralle, der zweite. Komm mal bitte ran. Brauchen dich. Das sind böse Gegner. Lass mich doch mal in Ruhe looten, Alter. Noch einige Explosivfeinde drin, eigentlich der Vogel. Ich treffe die aber nicht. Die sind so weit oben irgendwie. Vielleicht mit der Zahnkacke. Abgetrennt! Nicht nachlassen! Ja, Lori, alles gut. Okay. Ich verstehe, warum Draka dich wegen der Maschine um Hilfe gefragt hat. Kralle greift wieder alle an. Wohin jetzt? Sekunde, wir müssen eben Kralle noch helfen. Ich will nicht, dass er mir zweckstellt. Eure Wunde hat Adern unter dem Sand. Ich folge ihrer Spur. Hoffentlich nicht wieder in einen Maschinen. Wie hat sich erledigt, Kralle hat alle platt gemacht. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe Besseres vor, als dich umzubringen. So. Er hatte übrigens jetzt auch in die Kommentare geschrieben, dass das schon an den Raptor angelehnt ist. Ich bleib trotzdem dabei. So rein optisch finde ich, dass das eher wie ein Allosaurus aussieht. Aber ist natürlich absolut legit, dass es ein Raptor ist. Ne?
Aber bei dem Namen und so macht das natürlich eigentlich mehr Sinn. Beziehungsweise bei der Bezeichnung. Was haben wir da hinten? Das ist ja so ein Schweinchen, ne? Ich glaube, Nabelschweine brauchen wir nicht mehr. So, okay. Noch schnell mal eben hier den Rest buchen. Wenn da überhaupt noch was war. Da hinten noch, das nehmen wir noch mit. Okay, ja, mal sehen, wo das Rohr noch so lang führt, ne? Die Sidequests werden jetzt ja vom Level auch langsam etwas höher. Und dementsprechend noch anspruchsvoller. Die behalte ich als Vorrat. Was ich aber gut finde. Ich sollte meinen Fokus für eine Weile abschalten. Ich sollte der ungefähren Richtung des Rohrs folgen können. Ich kann die Spur hin und wieder mit meinem Fokus überprüfen, damit ich auch richtig laufe. Ja. Die Blumen. Und der Boden ist feucht. Die Ader muss ein Leck haben. Nicht genug, um das fehlende Wasser zu erklären, aber doch genug für die Pflanzen. Die Spur ist richtig. Das alles erkennst du an einem nassen Fleckchen Sand? Jupp. Jupp. Kralle kämpft schon wieder. Kralle stoppt gleich. Scheiße. Zeit zu kämpfen! Nur einmal noch. Okay, ist down. Ich glaube, die kann man relativ gut einfrieren, oder? Ja. Oh, der hat ein Schutzschild gebaut. Cool. Sicht. Übrigens, Kralle liegt da. Ich muss ihn eben wiederbeleben. Dann kill den schnell. Was? Die Maschine ist tot. So, Kralle, beruhige dich mal. Alles gut. Es müsste irgendein Befehl geben, dass man die wegschicken kann oder so. Das wäre halt angenehm. Okay, so mehr Scherben will ich jetzt nicht reinhauen, sonst wird das immer so teuer. Ich frage mich, ob es noch irgendeine stärkere Alternative gibt. Also irgendeine, die nicht so schnell verschwindet. Und ich glaube, Maschinen, die man nicht reiten kann, verschwinden halt relativ schnell wieder. Wisst ihr? Also müssen wir irgendwann mal gucken, ob wir irgendwas Besseres kriegen könnten. Also noch ist er in Ordnung, aber ich glaube, jetzt irgendwann bin ich auf alles vorbereitet. Wird's mal Zeit, dass wir dann was Stärkeres hinkriegen. So, meinetwegen auch was, was einfach mehr tankt oder so. So eine Schildkröte wäre geil. Aber die kann man auch wieder nicht reiten. Das heißt, sie verschwindet auch super schnell. So, habe ich den anderen überhaupt gelootet? Keine Ahnung. Ich denke mal schon. Was haben wir hier? Taube, oder? Ich glaube, ja. Ich brauche meinen Fokus jetzt nicht. Taube in der Sollte Wüste. Leicht sein, einfach in diese Richtung weiterzugehen. Ich kann mir den Pfad später noch mit dem Fokus ansehen. Ja. Ganz entspannt, ey. Lass mal gucken, wie der bei Schlangen läuft. Der wie das Metall aus der Wunde. Wir folgen wirklich seiner Spur. Wie ich gesagt habe. Die Wüste tötet. Hält aber auch Überraschungen bereit. Okay. Das Rohr führt durch den Berg. Wir müssen etwas klettern. Das kriegen wir hin, ganz sicher. Jo, wir haben ja erst letzte Folge ganz viel trainiert. Ganz schön viele Maschinen. Und ein sehr toter Soldat. Einer von euch? Ich muss ihn mir näher ansehen. Erst müssen wir uns um die Maschinen kümmern. Komm mir nach.
Warte mal, brauche ich hier nicht sogar noch irgendwas für ein Upgrade oder so? Ich will eigentlich mal auf die Map zugreifen. Zumindest ist ja nichts markiert, okay. Keine Ahnung. So, müssen die Maschinen platt machen. Ich würde mal ein bisschen mit Stealth-Attacke, glaube ich, arbeiten wollen. Weil die haben uns schon bemerkt, wie es aussieht. Ja, den können wir vielleicht mal attacken. Okay. Kann Kralle nicht rufen? Okay, geht nicht. Schade. So. Krass, der hat uns nicht bemerkt, hm? Nächste. Wird schwierig hier mit ranschleichen. Jetzt! Okay. Ah, ich finde das cool so, ne? Also klar, die sind jetzt auch noch vom Level. Sind wir jetzt hier ein bisschen drüber und so? Aber es fühlt sich halt übelst cool an, irgendwie, dass man halt auch immer mächtiger wird. Einerseits vom Gear, aber auch so ein bisschen von dem, wie man spielt und so. Wenn man mehr Sachen richtig macht. So, da hinten ist noch ein Breitschlund. Und? Nichts drin? Enttäuscht. Weiter rein. Leiche muss man untersuchen. Alles klar. Ich bin mal gespannt, was noch kommt, ey. Wenn ich überlege, dass bei einer Quest davor wir. Also von der Quest von dieser hier, von der Serie davor. Wir gegen so einen Donnerkiefer kämpfen mussten. Wie es scheint, kennst du ihn? Das ist einer von Drakkas Männern. Ich schneide dem Dissidenten seinen Kopf ab und verfüttere ihn an die Geier, wenn er etwas damit. Wir wissen noch nicht, was hier passiert ist. Und müssen der Spur folgen. Geh voraus. Okay. Was glaubst du, wo du hingehst? Wasser. Nicht mal ein ganzer Schluck. Aber in dieser Gegend gibt es keine Flüsse. Das bedeutet... Dieser Anker. Damit ist der Soldat wohl die Klippe hochgekommen. Er war wohl auf dem Rückweg nach Pfeilhand, als die Maschinen ihn erwischt haben. Vielleicht hat er da oben etwas Berichtenswertes gefunden. Das werden wir bald rausfinden. Ich muss den Grünglanz vorsichtig lösen. Was ist das? Das Problem. Ich brauche meinen Fokus. Das muss das Rohr sein, das nach Brennspeer führt. Diese Waffe. Sie
Sieht aus, als wollte Drakkas Soldat sie aufbrechen. Aber er wusste nicht, was er tat. Und jetzt wird das Wasser umgeleitet. Sabotage! Oder nur Unwissenheit. Ich glaube nicht, dass sich dadurch was ändert. Okay. Wenn ich dem Hauptrohr folge, finde ich vielleicht etwas Nützliches. Da oben ist ein Hase und da ist ein Fuchs. Die sagen sich gleich Hallo. Ui. Soll ich tun? Bleib hier und sag mir, wenn sich etwas ändert. Ich werde mich mal umsehen. Ein Ventil. Das könnte helfen. Hey, es leckt nicht mehr. Sieht so aus, als hätte es den Wasserfluss gestoppt. Jetzt muss ich ihn nur noch nach Brennspeer umlenken. Mhm. Okay, cool. Können wir mal wieder Wertgegenstände verkaufen. Wir müssten eigentlich auch bald mal shoppen gehen, ey. Aber dafür hätte ich eine Übersicht gerne über alle Händler, die es gibt. Das ist dieselbe Art von Maschine, die wir draußen gefunden haben. Aber diese hier leckt nicht. Vielleicht kann ich den Wasserfluss damit umlenken. Klingt, als ob sich der Wasserfluss verändert hat. Ich muss das Ventil oben öffnen und das Wasser zirkulieren lassen. Kannst du ja mal versuchen. Da komme ich nicht hoch. Mensch. So, dann hier. Das System hat sich zurückgesetzt. Konnte den Wasserdruck nicht halten. Ich muss schneller zu dem Ventil. Okay. Dann nochmal runter. Klingt, als ob sich der Wasserfluss verändert hat. Ich muss das Ventil oben öffnen und das Wasser zirkulieren lassen. Mhm. Klingt, als hätte sich was getan. Aloy, ich kann wieder Wasser im Zimmer hören. Leckt etwas? Ich sehe kein Leck. Na, hoffentlich heißt das, dass mein Plan funktioniert. Ich gleite. Puff. Okay, cool. Hat man wahrscheinlich geschafft, ne? Das sollte reichen. Dadurch fließt wieder Wasser nach Brennspeer? Das finden wir heraus, wenn wir uns die Wunde ansehen. Drakkar wusste, was geschehen würde, wenn die Hauptstadt kein Wasser mehr bekommt. Aber das war ihm egal. Er wollte eine Krise herbeiführen, damit er meine Führung anzweifeln konnte. Das wissen wir nicht sicher. Triff mich bei der Wunde, wenn du kannst. Bitte. Wir überprüfen, dass das Wasser fließt. Versprochen. Und mach nichts Dummes wegen Drakkar. Nur ein Emporkömmling handelt unbedacht. Eine Kommandantin wartet ab. Hey, die Wüste war so gut, dich hierher zu führen. Zwischen Drakkar und Yara wird's noch ungemütlich. Vielleicht kann ich das verhindern. Ja, wir sollten auf jeden Fall jetzt schnell zurücklaufen. Das wird definitiv noch Probleme geben. So, haben wir hier irgendwo Lagerfeuer? Hier wäre eins. Dann machen wir es mal hier hin. Der Weg ist halt noch ein bisschen mega kacke.
immer noch besser, als direkt wieder nach Brennspeer zu laufen. Das ist ja gar nicht. Ich laufe gerade exakt hier in entgegengesetzte Richtung. Oder? Ah ne, hier wollten wir hin. Ne, dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Dann nehmen wir das jetzt mal mit. Wir machen dann schnell Reise nach Brennspeer. Also ich denke, dass bei der Quest da noch einiges abgehen wird, Leute. Würde mich wundern, wenn es das jetzt schon mal... Übrigens, das ist aktuell, das nervt mich. Wir müssen irgendwann jetzt Main Story weitermachen, einfach damit ich diese Dinger wegbekomme, diese Ranken. Ich gehe fest davon aus, dass wir das durch Main Story freischalten. Ja, diese komischen Dinger hier. Kriegen wir sonst nicht aktiviert. Das triggert mich ein bisschen. So, Schnellreise. Und wieder zurück nach Brennspeer. Das ist so angenehm bei den Ladezeiten. Wenn Yutaka die Wahrheit spricht, bringen Yara und Draka nicht nur einander um. Ich muss etwas tun können. Das ist das erste Mal, dass ich auf der Konsole ein Spiel spiele und ich bei Ladezeiten keine Cuts setzen muss. Das ist so gut. So halt, ich muss in die Richtung. An der Wunde im Sand sind Soldaten, aber keine Yara. Ich muss die Wunde sehen. Ich fürchte, deine Gegenwart wird in den Kommandoquartieren verlangt. Ist alles okay? Der Dissident Draka wurde für seine Taten an der Wunde festgenommen. Was hat er denn getan? Er ist gewaltsam in die Wunde eingedrungen. Die war bis auf ein kleines Rinnsal aus der Maschine in der Wüste leer, das bei deiner Reparatur entstand. Er hat es nicht gut aufgenommen. Natürlich nicht. Ich gehe zu ihm. War ja irgendwie klar, ne? Sieht das jetzt hier irgendwie anders aus oder so? Das Wasser kommt langsam zurück. Es wird eine Weile dauern, bis die Wunde wieder voll ist, aber immerhin. Und jetzt hat Draka sie auch gesehen. Toll. Ich finde aber die Bezeichnung cool für so einen Brunnen in der Wüste, das Wunde zu nennen. Das ist irgendwie, finde ich ganz nice. So, okay, Hauptquartier. Du hast vielleicht Nerven! Musst du gerade sagen? Das klingt nicht so gut. Da ist die Nora. Nicht in dem Ton! Wie konntest du das zulassen? Wie konnte ich das zulassen? Du warst es doch, der die Wunde sabotiert hat! Hätten wir sie nicht reparieren können, würde dein Kopf schon auf einem Speer stecken. Das nennst du repariert? Das ist nur ein Tröpfeln. Und es ist nicht meine Schuld. Ich hab doch schon gesagt, dass Ukta zu mir kam und mir von einer möglichen Wasserquelle berichtet hat. Ich wusste nicht, dass es mit der Wunde zu tun hatte. Und du erwartest, dass ich dir das glaube? Aloy, ich wollte das Wasser, das uns zusteht. Und als ich herausfand, dass es kein Wasser gibt, haben sie mich festgenommen. Ich habe es doch schon gesagt. Das Wasser kommt wieder. Nur langsam. Es dauert Wochen, bis die Wunde wieder voll ist. Bis dahin schicken wir Pfeilhand so viel wie möglich. Du hast ihnen nicht gesagt, was mit der Wunde los war. Wie können wir dir jetzt glauben, Draka? Nein, genug jetzt damit. Keine Worte mehr. Das ist eine Herausforderung. Sammle deine Truppen und triff uns am Tor der Besiegten.
Eine Herausforderung wartet auf mich. Geh jetzt! Das ist das Ende des Clans. Ich muss es aufhalten. Wir müssen es aufhalten. Warte einen Moment. Ich versteh's nicht. Was meinst du mit das Ende des Clans? Beide Seiten gehen mit ihren loyalsten Trupps zum Tor der Besiegten. Dann schlachten sie sich ab in einem rituellen Wettstreit. Aber das ist nicht alles. Der Gewinner wird die Anhänger des Verlierers in der ganzen Wüste auslöschen. Sie könnten Monate kämpfen. Diese beiden Holzköpfe vernichten uns alle. Kannst du sie nicht stoppen? Ich bin ein Kaplan. Ich gebe Ratschläge. Ich kann sie zu nichts zwingen. Selbst Häuptling Hekaro kann nicht eingreifen. Das geht nur den Clan etwas an. Was ist dieses Tor? Der Eingang zu einer toten Brutstätte. Ein Symbol dafür, was der Stamm erreichen will. Den Sieg über die Maschinen. Tod? Wie ist das passiert? Das weiß niemand. Aber es ist ein wichtiger Ort für unseren Clan. Und wegen der bevorstehenden Schlacht sogar noch wichtiger. Warum glaubst du, ich könnte sie aufhalten? Ich gehöre nicht mal zum Stamm. Beide stehen in deiner Schuld. Du hast ihnen geholfen, als es keine Hilfe gab. Und du hast in ihre Herzen geblickt. Genau wie ich. Sie sind zwar fehlgeleitet, aber verdienen die Leute, die sie schützen. Vielleicht sind deine Worte genug, um ihnen Verstand einzureden. Naja, sie sind nicht gerade große Zuhörer. Und du bist keine gewöhnliche Rednerin. Du hast das unbrechbare Bollwerk zerstört, einen Angriff von Regallas Maschinen abgewehrt. Ich gehe zum Tor der Besiegten im Südwesten und halte sie auf. Aber ohne dich haben wir bald keine Leichensäcke mehr. Möge Regallas Rebellion zur Wüstenstaub werden. Wie hast du das? Okay. Wir haben die schon abgeschlossen. Ich mache aber straight weiter mit der Quest, das könnt ihr aber wissen. Unser Häuptling verdankt dir sein Leben. Suche Yetaka am Tor der Besiegten auf. Okay. Alles klar. Dann machen wir halt straight hin jetzt. Wisst ihr, was ich übelst cool finde? Wenn ich mich nicht ganz täusche, hätten wir diese Quest auch machen können, bevor wir das Bollwerk und so weiter zerstört haben. Ich finde es cool, dass er das so erwähnt. Also, wenn ich mich nicht ganz täusche, haben die das extra so eingebaut, ne? Dass so ein Progress und so dann auch mal in den Dialogen mit Erwähnung findet. Zumindest kommt es mir gerade so vor. Finde ich halt irgendwie cool. Das macht es irgendwie gleich vom Feeling her cooler, solche Side-Quests zu machen. Finde ich zumindest. So, ey, ich mache jetzt direkt hierher. Wupp, wupp. Ja, dann mache ich einmal wupp, wupp, damit wir da sind. Möge deine Klinge. Es sind viele wütende Tenakt. Draka und Yara sind schon hier. Streiterin! Du bist ihr Kommandant. Du kannst es stoppen. Du bist hier. Die Heldin der Kulrut. Aloy, willst du dir die Herausforderung ansehen? Muss es denn eine Herausforderung geben? Oh ja, muss es. Wenn du darauf bestehst, stürzen sich all diese Truppen in den Kampf. Wie viele werden hier sterben? Und wie viele werden bei Vergeltungsaktionen in unseren Dörfern sterben? Es muss doch auch anders gehen. Hört, was sie zu sagen hat. Das seid ihr beide ihr schuldig. Yara, ist das hier wirklich notwendig? Er hat die Wunde sabotiert. Du glaubst doch nicht, dass er nichts davon gewusst hat. Und es war alles Teil seines Plans, einen Konflikt zu provozieren. Verstehst du nicht? Das ist, was er die ganze Zeit wollte. Es ist egal, wie viele sterben, solange er kriegt, was er will. Das Kommando über den Clan. Nein. Ich werde das beenden. Jetzt! Draka,
Du hast viele gute Jäger verloren, um Maschinenherzen gegen Wasser tauschen zu können. Willst du noch mehr verlieren? Aber das ist doch der Grund, weshalb ich das mache. Wieso mussten meine Leute überhaupt nach anderen Quellen suchen? Ich schwöre, ich hatte nichts damit zu tun, was in der Wunde passiert ist. Ukta kam zu mir, er hat unterirdische Lecks gefunden, die wohl zu einem Brunnen führen, das war's. Ich habe ihm nicht gesagt, er soll die Wunde trockenlegen. Dann hört auf, damit wir darüber reden können. Nein, genug geredet, keine Lügen mehr. Yara ist nicht zu trauen. Das ist erwiesen. Oh Mann, ey. Das Ding ist, ich glaube halt Traka, ne? Ich glaube ihm. Ich kann aber Yara so ein bisschen, also trotzdem nachvollziehen. Also, ich glaube aber nicht, dass Traka Scheiße erzählt, dass er das mit Absicht sabotiert hat oder irgendwie sowas. Also wenn ich jetzt eine Seite wählen muss, würde ich mich für Traka entscheiden, tatsächlich. Auch wenn ich es doof finden würde. Ja, wenn ich das auswählen kann, nehme ich das. So wollt ihr also euren Clan retten? Ein Massaker, um zu ermitteln, wer die Befehle gibt? Lasst diesen Irrsinn und arbeitet zusammen. Sie hat recht. Legt eure Speere beiseite. Kehrt zurück nach Hause. Und sie behält das Kommando? Niemals! Siehst du? Alles, was er will, ist, mich abzusetzen. Sein Rachefeldzug muss hier enden. Da sind wir mal einer Meinung. Wähle eine Seite, Aloy. Denn wir werden das jetzt klären. Es muss einen Weg mit weniger Blutvergießen geben. Die Tenakt machen es sich nie leicht, oder? Leider nicht. Oh Mann, wir sind halt beide lost irgendwie. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, Traka hat hier, also sie unterstellt ihm halt was, was nicht stimmt. Trotzdem. Also es ist ganz close, würde ich für Traka sagen. Oh, ist das dumm, ey. Es geht nicht darum, dass Traka gegen dich konspiriert, Yara. Es geht um dein Volk. Du hast sie über die Wunde belogen. Du hast auch gesagt, dass nur ihr Überleben zählt. War das auch eine Lüge? Denn wenn nicht, dann tritt zurück. Gib Traka eine Chance als Kommandant. Es war keine Lüge. Deshalb übergebe ich den Befehl niemals jemandem wie ihm. Dann kämpf gegen uns. Nur gegen uns. Du willst Leben retten? Dann halt deine Truppen da raus. Ich habe gesehen, wie du kämpfst. Diese Soldaten kämpfen mit mir. Dann kämpfen wir mit Aloy und Traka. Dann sind wir gleich viele. Es macht mir keine Freude, gegen euch zu kämpfen. Neue Regeln! Wir kämpfen es unter uns aus. Der Sieger hat das Kommando. Okay. Oh Mann, darauf habe ich mich echt gefreut. Ich hole mal gerade nicht dazu, das ist ja unfair. Finde ich. Der ist schon tot. Toll. Kaum zu sehen. Das war. Okay. Gut. Du sollst eine neue Rüstung haben. Nee, jetzt neue Rüstung ist nicht so wichtig. Alter, ist er hochgesprungen? Der Tod kann mich holen. Du hast keinen Helm mehr auf. Du hast keinen Helm mehr auf. Sind nicht tot. Warte mal, wir können noch so ein Resonator-Dings-Gedöns machen. Moment. Ist doch schon tot? Ja, ist schon tot. Okay. Also, was heißt tot? Besiegt. So, hier sind Gegner. Hier waren Gegner. Geht richtig rauf! So, dann haben wir da noch welche. Da hinten. Hey, ich denke, es kämpfen nur drei. Okay, hätten wir auch.
Das war's. Es ist vorbei. Überrannt, Alter. Tja. Willst du mich etwa warten lassen? Hättet ihr nicht tun müssen. Hikaru hat nichts getan und Regala hat rebelliert. Okay, also, wie sieht der Plan aus? Die Wunde hat immer noch nicht genug Wasser für alle. Ich versammle die Anführer aller Wüstendörfer. Wir finden einen Weg. Einen Moment lang klangst du wie ein richtiger Kommandant. Dein Vertrauen ist inspirierend. Hier, nimm den. Als Dank für das, was du heute getan hast. Du hättest dich raushalten können. Das vergesse ich dir nicht, Wüstenflamme. Feuersturm, Kriegerbogen. Oh, lass mal gucken. Ich finde es ein bisschen schade, dass sie jetzt wirklich tot ist, die Anführerin. Ja, aber ich habe mich ja, ich habe es ja erklärt, warum ich mich jetzt für ihn entschieden habe. Okay. Feuerschaden, Säureschaden und Blitzschaden. Plus 15% kritischer Trefferschaden. Plus 15% Nahkampffolgeangriff. Würde ich wahrscheinlich mal benutzen, Leute. Explosivpfeile kann ich damit auch feuern, oder? Hoffe ich mal. Wenn das geht, dann wäre nice. Weil für physischen Schaden kann ich auch meinen Präzisionsbogen, also meinen Scharfschussbogen nehmen. Moment, ausrüsten. Hup. So, muss man halt unbedingt upgraden, den Spaß, ne? Das wäre ja noch sinnvoll. Aber voll geil. Cool, ey. Wir haben übrigens immer noch nicht, ich habe immer noch nicht den Bolzenschießer ausprobiert. Wenn ich teste mal eben, ob ich Explosivpfeile abfeuern kann. Ja, das sind Explosivpfeile, ne? Ja, geht los. Okay, cool. So. Die nehme ich mit. Wir sind Stufe 1 und ich habe 19 Skillpunkte. Lass gleich mal skillen gehen. Eine scharfe Klinge deinen Feind. Und jetzt kommen eigentlich erst die Sidequests, worauf ich mich jetzt schon ein paar Stunden freue. Die gehen jetzt eigentlich erst los. Und ich muss halt, ich weiß, ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, aber bis hierhin finde ich die halt alle gelungen. Es macht Spaß, die zu lösen. Vom Gameplay her. Und es ist halt jedes Mal irgendwie eine coole kleine Geschichte. Und das finde ich nice. So. Haben wir noch Buben? Ne, sieht nicht so aus. Da hinten noch. Ehre und Kraft. Gesundheit. So, okay, Leute. Das ist ein großzügiges Vorratslager, da machen wir noch schnell. Also, wenn ich irgendwie hochkomme. Sei immer wach. Ehre und Kraft. Okay. Das kann ich später aus dem Vorrat nehmen. So, gut, Leute. Ich würde nochmal schnell in die Stadt machen. Der Brennspeer. Unterzogener Smithy. Wenn mich interessieren würde. Was ist hier? Fallenbeutel, Kröten, Echsenhaut. Moment, ich schau mal eben, ob ich hier eine Krötenechse entdecke. Krass, dass ich das immer noch nicht habe. Jetzt mal schauen, ob hier irgendwo Echsen rumrennen. Nein, nein, nein. Nein, alles Vögel. Da hinten. Krötenechse, okay, Moment. So. Weil die sind, glaube ich, kann ich einfach Mili weghauen. Das Nervigste war, das hatte ich ja Offtake gemacht, da musste ich solche kleinen Vögel jagen. Okay, wir brauchen noch zwei. Oh, da hinten, aufpassen. Da musste ich so kleine Vögel jagen und die sind jedes Mal weggeflogen und waren voll schwer zu hitten, auch mit einem Präzisionsbogen. Wo sind denn da irgendwo welche? Das Skorpion.
Sehe gerade leider nichts mehr. Schade. Ansonsten mache ich das jetzt hier mal auf Take da noch so eben zu Ende. Okay, Leute, dann mache ich erstmal Schluss jetzt hier an dieser Stelle mit dieser Folge. Das ist halt das Problem mit dem Jagen. Das kann ja doch mal eine Viertelstunde dauern, bis man alles hat oder so. Da hinten noch? Ne, das sind die Chukwala, die droppen das leider nicht. Joa. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir uns morgen 14 Uhr wiedersehen. Ne? Und dann machen wir dann erstmal die Side-Quest, worauf ich mich eigentlich schon die ganze Zeit freue. Die jetzt auch ein bisschen anspruchsvoller werden sollten, weil die sind Stufe 25. Gucken wir auch mal, was wir an XP bekommen. Oh, Blitzjägerbogen, das klingt auch geil. Dann kriegen wir coolere Belohnung und vor allem, wenn die auch von der Story, finde ich die interessant. Das ist mit Amadis, mit der Freundin von uns da. Ne? So eine Folgequest und das hier ist mit Zoe, wo es darum geht, dann die Maschinen für die Ernte und so irgendwie wieder umzuprogrammieren, damit die das Land nicht mehr verpesten. Zumindest hatte ich das so verstanden. Da bin ich sehr gespannt drauf. So, das machen wir als nächstes dann. Ne? Und dann irgendwann auch bestimmt mal wieder Main Story. Mal gucken. Nee, machen wir ja auf jeden Fall safe. Also, bis dahin, macht's gut, ne? Tschüssi.